So, und damit melde ich mich wieder zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Herrscher des Olymps Zeus. Wir haben noch zwei Abenteuerstränge vor uns, und zwar der Krieg auf dem Peloponnes. Peloponnes, heißt nicht Peloponnes? Ist egal. Und der Trojanische Krieg. Das heißt, wir haben das Spiel schon fast durch. Aber nur fast. Denn wir haben hier fünf Episoden mit einer ziemlichen Herausforderung. Bauen Sie Spartas Macht auf und führen Sie sein Militär gegen alle Konkurrenten, ganz gleich ob Griechen oder Barbaren. Doch, machen wir direkt mal. Und nun erzählen wir die Geschichte des jüngsten Peloponnesischen Krieges. Vor gar nicht allzu langer Zeit war Sparta die größte Stadt auf dem Peloponnes. Menelaos und seine schöne Helena herrschten dort. Und die Menschen waren zufrieden. Doch dann entführte Paris Helena und ein großer Krieg brach aus. Unsere Soldaten gewannen durch List und Stärke den Krieg. Aber als Menelaos nach Sparta zurückkehrte, war nichts mehr wie früher. Die Stadt zerfiel und von der einst glanzvollen Metropole blieben nur Ruinen. Die Zeit ist reif, ein neues Sparta in einem neuen Land zu gründen. Das neue Sparta wird in Glanz und Ruhm erstrahlen und einst das Ansehen des alten Sparta übertreffen. Genau, und dafür müssen wir jetzt direkt schon mal in der ersten Episode 800 Personen in der Kategorie Haus erreichen. So, schauen wir da erstmal Götter. Wir haben mal wieder Poseidon gegen uns. Zeus ist ebenfalls gegen uns, na super. Dafür ist Ares natürlich auf unserer Seite, der Hauptgott von Sparta. So, Futter, Jagdhöfe und Weizenfarmen. So, hier wäre Platz für die Weizenfarmen. Da auch. Da ist auch der Platz für den Jagdhof am besten. Ja, sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann fangen wir mal genau hier an zu bauen. Vielleicht erstmal einen Weg basteln. Wäre, denke ich mal, nicht verkehrt. So, an der Art, wie ich baue, hat sich natürlich nichts geändert in den letzten Tagen. Ich weiß bis heute schon, dass eigentlich das hier das Effektivste ist, was man machen kann, aber es funktioniert. Ne? Warum ändern? Tja, wenn wir so bauen, mal so ein bisschen was erzählen, was denn so Neues da in der Welt ist. Ja, was gibt's denn Neues in der Welt? Eigentlich nichts. Alles ist immer noch alles beim Alten. Und es passiert nicht wirklich was. Ich war jetzt im Jagdhof. Wir haben immer das Problem, dass Kim Jong-un un ist da gerade aktuell, ne? Immer noch mein Tay. Ich habe Atomwaffen. Die Amerikaner denken sich so, hey, stimmt. Bitte benutze sie nicht. Wildschweine, ein bisschen wenig Wildschweine. Jo, schieben wir erstmal die Geschwindigkeit hoch. Ja, was ist heute noch sonst so? Wir haben heute den 1. Mai, das heißt, wir haben einen Tag der Arbeit. Deswegen arbeite ich auch. Ich arbeite diesen Videos gerade. Das ist schon Arbeit. Ja, schon 100 Personen, sehr schön. Oh, Wolle und Öl. Wie komme ich auf Haus? Schöne Scheiße. Tja, wie gesagt, heute ist der 1. Mai. Heute um 3 Uhr nachmittags der amerikanischen Zeitrechnung, also bei uns um 24 Uhr,
startet ja endlich die Ragnarok Online 2 Beta. Ist ja eigentlich nicht Beta, Release eher, ne? Das habe ich noch nicht so ganz mitbekommen, ob das ein Release oder Beta-Phase ist, was die jetzt machen. So, haben wir den Fischstein schon da? Und jetzt brauchen sie Wolle, ne? Natürlich. Wo kriegen wir die Wolle her? Aus Korinth. Nee, hier. Korinth, Handelsposten. Könnt ihr was verkaufen? Nee, nichts, was ich hätte. Schade. Na, kommst du rein. Jetzt checken die auch noch Wolle. So. Können wir direkt den Wollhändler aufbauen. Ab wann war denn Haus? War Haus erst also Olivenöl oder noch vor Olivenöl? Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht mehr im Kopf. Danke. Ich handle inzwischen Wolle mit dir, du musst mir keine mehr schenken. Ja, jedenfalls, Ragnarok Online. Ah, ist wunderbar. Also, Ragnarok Online 2 ist auf alle Fälle die Meinung in der Community von Ragnarok ziemlich gespalten. Die einen sagen so, ja, wird auf alle Fälle interessant. Die anderen sagen, nee, 3D, es gefällt mir nicht. Und selbst in der eigenen Gilde gibt es da jetzt inzwischen schon Streitgespräche von wegen, ach, das sieht doch eh nicht weg. Was ich ganz ehrlich nicht verstehe, weil ein paar interessiert es halt. Los, wir haben jetzt gleich schon das erste Level durch. Weil das hier ist Haus. Und wir brauchen Haus. So, das heißt schon Mietshaus. Oh gut, haben wir es gleich geschafft. Ich werde auf alle Fälle Ragnarok 2 aufspielen. Das bleibt ganz große Frage. Weil ich natürlich auch Ragnarok Online. Sparta wächst und bald wird unsere Macht in Griechenland nicht ihresgleichen haben. Bevor es soweit ist, müssen wir aber ein paar Ressourcen beschaffen, die unserer Stadt fehlen. Natürlich ist es altmodisch athenisch, mit Waren zu handeln, aber die Herrscher, mit denen wir Handel treiben, wiegen sich gern in dem Glauben, wir schuldeten ihnen noch andere Dinge. Also wirklich, warum sollten wir ihnen nur der Handelsbeziehung wegen bei einer Hungersnot oder Seuche beistehen? Es muss eine bessere Möglichkeit geben. Ja, wir haben es hier schon, also mit Spaß auf alle Fälle auf Handel aus. Wenn wir eine mächtige Armee aufbauen wollen, brauchen unsere Bürger Olivenöl. Hier in Sparta scheint es keines zu geben, aber es heißt, dass die kümmerliche Stadt Olympia es herstellt. Wir hatten schon so lange keinen Spaß mehr. Erobern wir Olympia und holen das Olivenöl. Vielleicht schließt sich Korinth unserer Sache an und vielleicht kommt unser verehrter Ares mit. Vielleicht erfährt Olympia von unseren Plänen und greift sogar uns an. Wäre das nicht eine Wonne? Derweil breitet sich in Griechenland der Kult des Dionysos aus. Wein hat durchaus seine Existenzberechtigung. Ein oder zwei Tropfen können den Durst gut stillen. Aber warum jemand unmäßig trinken sollte, ist ein Rätsel. Trotzdem scheint der Trunkenbold eine seltsame Faszination auf andere im Land auszuüben.
Sie geraten in Schwärmen, wenn sie nur seinen Namen hören. Und was geht da im Osten wie die Sonne auf? Wir hören Gerüchte über ein neues Reich, das an Bedeutung gewinnt. Ja, zweite Aufgabe heißt du es Ares errichten. Yay! Wo habe ich aber gleich nochmal Marmor, Skulpturen und Holz? Ach ja, gar nicht. Schön. Und Olympia müssen wir einnehmen. Das heißt, wir müssen auch noch Obliden ausbilden, ohne dass wir überhaupt alles andere haben, was wir dafür brauchen. Na gut. Ares, 13 Steine. Nein, nicht hier. Wo bringen wir jetzt die Steine her? Korinth kauft Skulpturen, Athen verkauft Marmor. Oh, eine solche ist ausgebrochen. Holz. Aus Phönizien. Aus Athen die Steine. Phönizia. Weg. Und Athen. Das war jetzt doof. War das doof, weil das dann schon gepasst hat. So, wir brauchen also Holz, wir brauchen Skulpturen. Ich weiß gar nicht wie viel. Ach, es waren glaube ich nur 4 Skulpturen. Machen wir so viel wie möglich. Wie schaut es denn aus? Wir haben viel zu wenig Nahrungsmittel. Das heißt, ich werde jetzt mal anfangen hier. Wer mich, den berühmten Apoll, verehrt, der wird die Zukunft klar wie ein neuer Tag vor sich sehen. Lagerhaus für Marmor. Einkauf stoppen, wir haben kaum noch Geld. Stechen, Digic Marmor. Ah, schön. Na? Sehr schön. So, Holzeinkauf ebenfalls stoppen. Wie viel Marmor haben wir? 15. Können wir jetzt schon mal den Rohbau vornehmen? So, wie viel brauche ich? 2 Skulpturen sogar noch. Ich habe viel zu viel Skulpturen gekauft. Holz habe ich auch genug. Marmor brauche ich jetzt noch. Olympia beginnt schon wieder Invasion. Toll. Wer mich verehrt, dessen Wettkämpfer werden bei den Spielen gesegnet. Ich habe noch Arbeitslose, okay. Ich hab schon zu wenig. Marmor, Marmor, ich brauche Marmor, bitte. Oh, und ich brauche Geld. Kann ich euch irgendwas andrehen? Ich kann Schweizer andrehen. Kann ich euch was andrehen?
man kann ich nicht. Halt. Machen wir fast wieder denselben Fehler wie letztes Mal auch. Dass wir das ganze Lager für den Verkauf vollständig einkaufen können. Oh, mein Geld ist weg. Oh, vielen Dank, vielen Dank. Olympia beginnt schon wieder Invasion. Stadt erobern. Wir können noch nichts abordern. Das heißt, ich brauche auch gleich noch Rüstungen. Das müsste vom Platz her reichen, denke ich. Hä? Wie soll ich denn Olympia erobern? Ich kann keine gehobenen Wohnungen bauen. Große Agora. Macht natürlich Sinn. Weigern. Wer mich erwähnt, nein, braucht sich nie wieder vor dem Feuer zu fürchten. Allee? Nee. Straße. So, wie schaut's hier aus? Noch gar nicht. Ich glaube, ich kann den Einkauf von Marmor jetzt stoppen. Wer ist der Nächste? Ja, definitiv. Wer heißt das? Ja, natürlich auch eine wahlführende Gottheit. Weil mit Hephaistos kommt auch automatisch Bronze in die Stadt. Bronze kann ich Waffen herstellen. So, fest ist alles hergestellt. Ah, natürlich. Ich brauche gar keine gehobenen Wohnungen. Das habe ich ja ganz vergessen. Durch Ares kommt nämlich automatisch, da sind sie, die Spartaner des Ares in meine Stadt. Auch ich werde ihrem Ruf zu den Waffen folgen und mit ihren Männern in den Kampf ziehen. So, und jetzt mal den Leperkerl, den Gott. Schön, schön, schön. So, ihr kommt weg. Ihr kostet nur Geld. Sie sind nicht so beliebt wie früher. Echt nicht. Wie schade. Ich brauche immer das Geld, es tut mir furchtbar leid. Da Olympia fest in unserer Hand ist, ist Olivenöl leicht zugänglich und unser Stern steigt. Unsere Stadt wird immer mächtiger, aber wir haben gehört, dass einige Städte im Osten Ärger mit einem fremden Reich haben. Wenn sie ihre Kinder vernünftig erziehen würden, statt sie bei ihren Müttern daheim zu lassen, hätten sie diese Probleme nicht. Ah, schön. Sparta halt, ne? So, ich sehe aber gerade, wir haben tatsächlich zwei Folgen von 5 geschafft innerhalb einer einzigen Folge. Da würde ich sagen, wir sehen uns dann morgen wieder zum Freitag, also, wenn ich dann die nächste Episode beginne. Bis dahin und ciao, ciao.